Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf dem Outbird YouTube-Kanal. Einmal mehr ein Interview, und zwar ein großartiges mit einem großartigen Gast, nämlich Florentine Job. Ich freue mich, Florentine, dass du mit dabei bist und dass ich dir ein paar Fragen stellen kann. Moinsen. Moinsen. Servus. Vielleicht machen wir es diesmal mal so, dass wir mal einsteigen damit, dass du dich vielleicht ganz kurz in zwei, drei Sätzen, und das ist immer schon das Erste, was so ein bisschen schwierig ist, wenn ich das sage, kurz selbst ein bisschen vorstellst. Hallo, ich bin eine Neuzugang der Edition Outbird, obwohl ich schon etwas länger unterwegs bin, hat der Tristan mich irgendwo eingesammelt vor einem halben Jahr, an der Straße stehend mit Herrn Much. Und wir haben ein Buch geschrieben zusammen. Und bevor wir sozusagen angefangen hatten, das Buch zu schreiben, also Holger Much und ich kennen uns ja überhaupt, kannten uns zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, als wir beschlossen, wir machen mal ein Buch zusammen. Und mit der Idee ist der Herr Much dann zu Herrn Rosenkranz gegangen und hat gesagt, ich kenne die zwar nicht, aber irgendwie ist die ganz nett. Und wir wollen ein Buch schreiben und Herr Rosenkranz, ohne mich zu kennen, hat dann gesagt, das finde ich so spannend, das Thema, das will ich verlegen. Und viele, viele Monde später trafen wir uns dann das erste Mal in Leipzig. Also Herr Much und ich trafen uns in Albstadt das erste Mal, als das Buch dann fertig war. Und so ist ein bisschen die Geschichte, wie ich zum Edition Outbird gekommen bin. Da kommen wir gleich noch drauf, also sowohl auf den Holger als auch zum Verlag Edition Outbird. Aber zunächst würde mich mal interessieren, Florentine, wo überhaupt deine künstlerischen Schwerpunkte liegen bzw. lagen und was dich so als Künstlerin, als Autorin ausmacht. Was treibt dich an? Was inspiriert dich? Das ändert sich. Also, was mich inspiriert und was mich antreibt, ändert sich pro Projekt. Und da bin ich auch sehr abhängig von den Ideen, die mir so zufliegen. Ich bewundere Leute, die sich mit einem Thema irgendwie ihr ganzes Leben befassen können. Ich persönlich finde halt viele Themen spannend. Ich finde Musik unglaublich spannend. Ich finde natürlich Beziehungen spannend, aber immer auch in Beziehung zu etwas anderem. Ich finde die Grimms Märchen nach wie vor eine riesen Inspirationsquelle für meine Arbeit. Also ich bin ja Illustratorin und Autorin und freischaffende Künstlerin und Kuratorin und Dozentin. Und manchmal model ich und manchmal sitze ich irgendwo und sage schlaue Dinge und manchmal arbeite ich mit Kindern. Und in all diesen Jahren habe ich mich nie entscheiden können. Und dementsprechend ist das, glaube ich, meine größte Inspirationsquelle, dass ich halt immer wieder von dem anderen mir meine Ideen suche. Also wenn ich die Worte nicht finde, dann gucke ich mir Bilder an. Und wenn ich Bilder nicht finde, lese ich was oder höre ich etwas. Und wenn ich dann noch nicht weiterkomme, dann gucke ich mir Musikvideos an und schaue mir die Fashion an, weil die Fashion und die Mode mich auch interessieren, die mich auch beeinflussen. Und ja, und natürlich trifft man auch immer wieder Menschen, die, da bin ich wie so ein Energievampir. Ich nehme mir dann die Energien von Menschen und wandle die in Projekte um. Das klingt höchst interessant. Ich kenne das ja, ne? Also tausend Dinge zu tun. Du hast einen sehr, sehr schönen Satz gesagt. Du kannst dich nicht entscheiden. Was meinst du, woran das liegt? Weil ich nicht muss. Also es gibt ja Leute, die müssen sich entscheiden, weil sie halt mit etwas Erfolg haben. Und ich glaube, das ist der größte Fluch, den ein Kreativschaffender haben kann, dass er irgendwann mit etwas wahnsinnig erfolgreich ist. Weil ich habe das immer wieder gemerkt in meinen auch vielen Interviews, die ich, ach so, das mache ich auch noch, Interviews, dass da rauszukommen wieder aus dieser Welle, die dann kommt. Ich sage ja nicht, dass ich nicht erfolgreich bin, aber ich glaube, es gibt so Menschen, die werden auf etwas reduziert und produzieren sich dann oder reproduzieren sich dann immer nur noch. Ja, Und oder gemessen an dem einen großen Erfolg zum Beispiel. gemessen an dem einen großen Erfolg oder dass sie halt gewisse, also bei Malern ist das ja ganz klassisch so, dass sie dann irgendwie ein bestimmtes Stil, ein bestimmtes Sujet gefunden haben, was wahnsinnig gut funktioniert. Bei Illustratoren sehe ich das halt auch, dass dann irgendwie ein Stil von ihnen gefordert wird, obwohl sie schon längst woanders sind, wieder interessenmäßig und entwicklungsmäßig.
Und ich musste das halt nie. Ich musste mich nie entscheiden, weil alles lief immer irgendwie gleich, parallel, gut oder schlecht, oder ich will das gar nicht bewerten. Manche lieben meine Texte und kommen zu mir und sagen, du musst nur noch schreiben, du darfst, und andere kommen und sagen, nein, deine Bildersprache ist so. Und da bin ich dankbar für, weil ich glaube, das ist zutiefst kreativ, weil kreative, glaube ich, zutiefst kreative Menschen, so wie David Bowie auch, also ich will mich jetzt nicht vergleichen, aber der hat halt auch gesagt, es ist Quatsch, warum soll ich denn jetzt hier nur eine Sache machen? Ich bin doch alles andere auch. Ja. Was mich jetzt gerade persönlich interessiert, du hast es gerade gesagt, du machst auch Interviews. Für wen oder was machst du Interviews? Na, ich habe mich gerade heute Morgen witzigerweise in meiner sehnsuchtsvollen, melancholischen Montagmorgen habe ich mich daran erinnert, dass ich echt tolle, spannende Interviews mit tollen, spannenden Leuten geführt habe, als ich noch in Berlin das Magazin gemacht habe und wie viele tolle Leute ich da kennengelernt habe und über das Medium. Wir machen ein Magazin über Kunst und Illustratoren ein bisschen und habe ich halt wirklich spannende Leute interviewt, unter anderem meinen Ehemann. Ich habe aber das Magazin nicht gemacht, um einen Ehemann zu finden. Aber das war ein kleines Zubrot. Der Und positive Nebeneffekt quasi. ja, also wer hätte das gedacht, dass das dabei rauskommt? Nein, weil ich das halt eben auch wieder so eine Journalistin, ich bin ja auch, habe ja auch Volontariat, also nicht richtig Volontariat gemacht, aber ich habe in Redaktionen durchaus Praktikas gemacht. Ich arbeite journalistisch, ich schreibe eine Kolumne für ein Magazin. Und ich empfinde mich, ich habe ganz viel für Zeitungen auch Artikel geschrieben. So waren eigentlich die Anfänge. Und das kommt eben auch noch dazu, dass ich da, das ist, da kommt halt, und da ist auch der Holger, ja, da kommt natürlich auch ganz viel parallel zu Holger, weil so viele Menschen trifft man ja nicht, die wirklich so fast wie so ein Parallelexistenz irgendwo 700 Kilometer entfernt, irgendwie das ähnliche Spektrum abdecken. Ja. Wenn wir gerade bei Holger sind, dann vergesse ich jetzt mal die anderen drei, vier, fünf Fragen, die noch hier auf meiner Vorbereitungsliste liegen, und lass uns doch kurz über Holger sprechen. Wie ist es denn nun dazu gekommen, dass ihr was gemeinsam macht? Wie seid ihr zueinander gekommen, Holger Much und du? Also ganz modern. Also in so einem, weiß nicht, Facebook- oder Instagram-Algorithmus, der hat uns zueinander geführt. Die sind ja manchmal besser als ihr Ruf. Ja, also diese Algorithmen sind ja nicht nur der Endgegner, sondern ich glaube, sie sind ja auch aus Liebe entstanden. Wenn man immer überlegt, vielleicht machen Menschen ja auch Dinge aus Liebe und nicht nur so verschwörungstheoretisch aus reiner Machtgier, sondern vielleicht sind da ja auch Ideen dahinter. So hat uns der Algorithmus zusammengeführt und uns wahrscheinlich gegenseitig vorgeschlagen. Und das hat ja dann ja wohl funktioniert, weil wir haben uns wechselseitig halt, sagen wir, die Arbeiten adoriert, wir haben uns geliked. Ich habe ihm geschrieben einmal, als er einen Post über die Corona-Pandemie gemacht hatte, der mir wahnsinnig gut gefallen hat und mich so ganz deep down inside angesprochen hat. Und das habe ich ihm geschrieben. Und er hat mich eingeladen, dann daraufhin, so ganz, so wohl an, denn ich wage denn nun und lade sie nun ein und zu den Literaturtagen in Albstadt. Und da haben wir dann das erste Mal telefoniert im Zuge dieser Organisation und haben dann, ich hab, glaube ich, die Idee gehabt, dass man jetzt nicht jetzt boring irgendwie jeder so seine Texte vorliest, sondern wir sind doch kreativ, Holger, komm, wir machen was zusammen, wir bauen da irgendwas, wir bauen da uns was irgendwie so, wir bauen ein Baumhaus zusammen, keine Ahnung, was man so macht. Und er war halt, ja, was machen wir denn? Und dann kam halt das, ja, lass uns doch ein Märchen schreiben. Ja, wie sollen wir denn ein Märchen schreiben? Wir sind doch irgendwie 700 Kinder. Ja, lass uns doch Briefe schreiben. Und so war das dann, dass wir irgendwie zusammenkamen. Und das hätte alles furchtbar schief gehen können. Das haben wir dann hinterher, als es dann so wahnsinnig gut gegangen ist, uns auch überlegt, was wäre eigentlich gewesen, wenn das jetzt schief gegangen wäre. Habt ihr tatsächlich Briefe geschrieben oder also E-Post? Naja, also da es ein Buch werden sollte, haben wir auf die Papyrusrolle verzichtet und haben,
haben aber es war schon so, dass die Begleitung, diese Achtung, jetzt kommt ein Brief, E-Mail, war schon so, dass man ein bisschen ein Posthorn hörte und ein bisschen das Hufgetrappel der Postkutsche. Es war schon so, es hatte ja auch diese, ich sage mal, es hatte ja auch diesen Wurf. Es war ja auch so, wir haben es uns ja nicht leicht gemacht. Wir haben uns ja nicht kennengelernt, wie andere Leute sich kennenlernen beim Glas Wein, sondern wir haben halt einen Wurf zusammen gemacht, was ja überhaupt kein Druck ist für Kreative, wie man weiß. Wir sind da ja total locker, innerlich. Ach, schöne Bilder, die du da gerade zeichnest, mit deinen Worten auf jeden Fall. Lass uns beim Buch bleiben. Wollen wir kurz darüber sprechen? Willst du kurz sagen, wie es heißt und wirklich nur kurz anreißen, worum es geht, damit die Menschen natürlich neugierig werden? Ah, du bist vorbereitet. Sehr schön. Das ist hier so ein bisschen wie, also eigentlich müsste ich das näher machen, so wie bei so Star Wars, dass das so jetzt 3 Minuten über den Bildschirm fährt. Also es heißt, und wenn wir nicht gestorben sind, Bruderherz. Und es ist von mir und von Holger Buch. Und es ist ein Briefwechsel. Und es ist ein Briefwechsel. Und die einen finden das Märchen toll. Die anderen finden die Briefwechsel toller und die anderen sagen wieder, oh, beides zusammen ist ja der Kracher. Und ich finde halt, wir haben da so ein kleines, ich weiß nicht was, es ist da was Seltsames entstanden, was, glaube ich, ganz viel mit unserer Zeit jetzt zu tun hat und ganz vielen Leuten etwas gibt, was sie suchen. Und neben diesen ganzen, also wir treten an, Holger und ich treten an, gegen all die noch wach und ich war Bild und ihr seid alles Arschlöcher und nein, der ist ein größeres Arschloch. Nein, der war noch schlimmer. Nein, der hat das Koks im Kreis gelegt. Ich habe die Frauen beschützt. Nein, ich habe sie beschützt. Diese ganzen Ego-Tripper, die jetzt irgendwie rausgehen und sagen, so ist die Welt, wie ich sie mir mache. Und wir machen hier irgendwie so was sponnenes Zeug über Liebe und der blutige Pfad der Liebe, wenn man es nicht, wenn man es, ja, ist doch so. Ja, Ist auf ja jeden so am Fall. Ende. Das Märchen ist nicht reizend. Das Märchen ist, wie Märchen sein müssen. Es ist schon, zeichnet, wie immer, Holger und ich, zeichnen da Bilder, die halt mit Worten, die halt ganz klar sagen, ey, das mit der Liebe, das, was du dir da wünschst, was du der Beziehung da opferst, pass auf. Das kann auch echt nach hinten losgehen. Und wie stoppe ich das? Wie bringe ich das Kindern bei? Es ist kein Kinderbuch, aber die Kinder waren dabei bei der Lesung. Es ist jetzt nicht so, dass man da, dass wir da, dass wir, dass es jetzt allzu grausam ist. Und Holger und ich erzählen aus unserem sehr, sehr verschrobenen Alltag. Und bei mir ist es schon so, dass es nicht so ganz klar ist, was ist das Märchen und was sind die Briefe. Holger schreibt natürlich auch über so seltsame Kobolde und seltsame Wesen in seinem Alltag. Wir haben unsere stillen Begleiter, unsere Kommunikationswesen, mit denen wir über das Ableben sprechen. Ja, es ist irgendwie so ein versponnenes Dickicht. Sehr schön, Wow. sehr schön. Ja. Lass uns mal ganz kurz ein Stück weg von dem Buch gehen. Also was ihr gemacht habt und das, womit du dich auch hauptsächlich beschäftigst, schon seit langem, ist ja nun, und darüber haben wir ja schon gesprochen, Kreativität bzw. Kunst im Allgemeinen. Glaubst du, dass Kunst ein Stück weit die Welt verändern kann, beziehungsweise eine andere Frage, was muss Kunst können? Gar nichts. Kunst muss gar nichts können. Kunst kann gar nichts verändern. Kunst kann immer nur ein Abbild sein, oder eine Begleitung oder ein Aufzeigen, ein Aufschreiben, ein Aufzeichnen, ein Punkt setzen. Ich schreibe der Kunst nicht viel Macht zu. Der Kunstmarkt hat viel Macht. Der Künstler selber, der ist auch seinem Tun so machtlos gegenüber. Wenn man Glück hat, hat man in seinem ganzen kreativen Leben so zwei, drei Dinge gemacht, wo man wirklich sagt, okay, das ist ein bisschen,
wo man sagt, das hat so einen Ewigkeitscharakter. Das könnte noch in, weiß ich nicht, 200 Jahren Leute bewegen, weil es etwas trifft, weil es etwas abbildet, was wichtig ist oder war. Aber Hast es du ist. diesen Anspruch an dich selber, dass, oder an dich oder deine Kunst, dass etwas bleibt, dass etwas die Zeit überdauert, 50, 100, 200, 1000 Jahre? Ich glaube, es ist, wenn man den Anspruch hätte, also ich frage andersrum, wie uninteressant wäre es, wenn ich etwas machen würde, was mir so unwichtig ist, dass es auch ab morgen vergessen sein kann? Dann würde ich ja bei der Bild-Zeitung arbeiten. Dann würde ich ja, na ist ja so, da würde ich doch nicht so einen Quatsch machen, da würde ich mich doch nicht so quälen. Ich finde, also neulich ist es mir selber erst aufgefallen, dass beim Painting ist das Wort Pain drin. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man das immer wieder sagt. Ey, wir, die wir was schaffen, und wenn das, ich halte es nochmal hin, so etwas ist hier, da steckt so viel nicht Schmerz, das will ich jetzt gar nicht nennen, es ist kein Schmerz, aber es ist so viel Herzblut drin. Und wenn ich male, dann leide ich. Ich leide. Ich finde das. Also für mich ist Zeichnen so ein bisschen erholen, das kann ich gut. Und beim Malen, wie viele Dämonen dann das Zimmer betreten und gegen die ich da anmale, das kann sich keiner vorstellen. Vielleicht muss ich die mal malen, die da so um mich rumstehen. Und das ist so der Deal, glaube ich, dafür, dass wir in einer gewissen Freiheit leben, wir Kreativen, dass wir uns so ein bisschen wir fühlen uns ein bisschen freier, ist der Deal aber auch, dass wir nie aufhören, uns selber mit dem um uns herum auseinanderzusetzen und uns selber immer wieder besser machen zu wollen. Also besser im Sinne von, ich gehe weiter, ich bleibe nicht da, wo ich mich wohlfühle. Ich gehe weiter dahin, wo es unwohl ist, wo es Unbekannte ist, was ich noch nicht gemacht habe. Das ist der Deal. Und das sage ich auch immer meinen Schülerinnen, so, ihr müsst weitergehen, da wo ihr seid. Das ist immer nur so ein kurzer Moment der Pause. Da müsst ihr dann gehen, da müsst ihr weitergehen, da wo ihr noch nicht wart. Da ist das Nächste. Ja, Stagnation ist der Tod der Kreativität, glaube ich. Ja. Ja, es ist so ein bisschen wie Sterben dann, ne? Dann stirbst du halt. Und war ja auch bei mir mal, wenn man das mal hatte, so eine Phase, wo man wirklich das Gefühl hatte, ich stagniere, ich mache immer dasselbe. Wenn ich mich hinsetze, weiß ich, was da hinten bei rauskommt. Da war ich kurz davor aufzuhören, weil ich und auch selber da rauszukommen, ist so schwierig. Auch gerade ab einem bestimmten Alter, wenn du schon das mit dem Lernen, wo es langsam so ein bisschen verkrustet an den Rändern und so, und dann brauchst du manchmal wirklich auch andere Leute, die dich da richtig Ja, rausprügeln. ja. Florentine, ich muss es fragen. Auch wenn ich überzeugt davon bin, dass du diese Frage ganz oft hörst und vielleicht geht sie dir schon tierisch auf die Nerven. Kommt sehr jetzt drauf Aber an, wie du es formulierst. dein Name kommt ja nicht von ungefähr. Du bist die Tochter des berühmten Modemachers Wolfgang Job. Wie lebt es sich denn mit diesem Erbe? Tja, man lebt damit. Auch das ist so, das verändert sich. Das verändert sich. Das ist tagesformabhängig, das ist davon abhängig, was für Menschen mir begegnen. Das ist abhängig, wie erwachsen ich mich fühle. Das ist abhängig davon, ob ich finde, dass ich gute Dinge tue, gutes Dinge, ob ich gut bin in dem, was ich mache gerade, ob ich echt bin in dem, was ich mache. Ich habe festgestellt, dass es nach wie vor. Früher wollte ich das Bild bekämpfen, was andere da von mir hatten. Das war ein großer Teil, mit dem ich mich wahnsinnig viel Energie verschleudert habe. Und mittlerweile mache ich das einfach nicht mehr, sondern lass das einfach so mit rauschen. Wenn mich Leute kennenlernen, das ist denen überlassen. Was sie mit ihren Vorurteilen machen. Das ist nicht mein Problem. Ich habe echt andere Sorgen. So.
Ja, meine Sorgen sind größer geworden und die haben nichts mit diesen Nachnamen oder sonst was. Es ist ein kleiner Teil meiner Riesenwelt geworden, die wirklich von so vielen anderen Dingen bestimmt wird. Ja, lass die Leute reden, um es mit einer mit einem Zitat zu sagen, einer ganz bekannten Band aus Berlin. Ja, lass die Leute reden. Naja, lass die Leute fragen, lass die Leute denken, Ja. lass die Leute in Ruhe. So, ich weiß, dass es einen gewissen Macht hat, dieses Wort, dieser Nachname. Der hat eine bestimmte Assoziation. Den kann man mal droppen, wenn es dann mal irgendwie, keine Ahnung. Aber ich mache es nicht. Ich finde es uninteressant. Ich finde andere Sachen spannender. Und spätestens, wenn man mich, habe ich so, und das ist nicht eingebildet, aber wenn man mich so 5 Minuten kennt, weiß man, ey, ich kriege die sowieso nicht eingeordnet, also lasse ich es lieber gleich. Ja. Hat keinen Sinn, hat überhaupt keinen Sinn. Und nee, das ist nur ein kleiner Moment, der noch dazu kommt. Ja. Ja, das Ja. ist doch eigentlich ein sehr, sehr schöner und gesunder Umgang. Wir hatten uns ja auch mal, also persönlich schon kennengelernt, und zwar zum Outbirtle, zum literarischen Salon in Leipzig, zur Buchmesse 2023. Und da habe ich ja You auch schon had one gesehen. job. You had one job to do. Mich vorzustellen. Und dann macht das auch noch mit dem falschen Namen, der Und dann hat er mich Blödmann. Josephine Oh genannt. Gott, ich weiß aber auch nicht, woher dieses. Jetzt komme ich wieder durcheinander, ne? Woher, wie das passieren konnte. Also, das ist mir wirklich auch heute noch peinlich. Entschuldige Ich bitte. mag auch gerne dann so Josephine Job. Jojo. Dann nenne mich doch gleich Jojo. Das ist doch super. Das ist mir, Entschuldige weil bitte. dann ist das wirklich meine Chefin bei der Icon, nennt mich auch immer Josephine. Aber Ernsthaft? dafür sagt sie immer, naja, dafür nenne ich meine Enkelin, die Josephine heißt, immer Florentine. Also das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Vielleicht Okay. kennst du da noch irgendwo eine Josephine, die sich jetzt freut, dass Ja, sie so vielleicht. in deinen Gedanken ist. Ich werde rot. Ich werde, zum Glück ist dieses Video Hallo. schwarz-weiß. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich ja mitgekriegt habe, dass du ja doch auch durchaus in einer relativ großen Familie lebst. Nun hast du eingangs gesagt, was du alles tust, was alles deine Jobs sind, beziehungsweise ja, Beschäftigungen vielleicht auch aufgrund von Interessen neben eigentlichen Jobs. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also Familie, die ganzen Sachen. Es gibt dieses. Ich halte von diesen Begriffen nicht wirklich viel Work-Life-Balance, aber wie kriegst du das hin und funktioniert das irgendwie, dass du trotzdem noch privat sein kannst, dass du zufrieden mit dir selbst und mit all dem, was dich umgibt, sein kannst? Naja, also es gibt überhaupt kein Arbeitsleben für einen Kreativen. Das ist keine Trennung. Wir sind, was wir machen. Wir tun, was wir tun. Die Familie gehört zu meinem Leben dazu, so wie das, die schwingt mit. Ich kann es nicht trennen. Ich habe ja keine Arbeitszeiten. Ich hab Zeiten, wo ich, sagen wir mal, mit den Händen inaktiver bin als sonst. Aber es ist ja, du arbeitest ja immer. Das ist ja ein ständiger Prozess. Und ja, es wird gerade ein bisschen viel. Und dann bremst man wieder. Aber die Kinder, die sind Teil dieses Lebens und die kommen mit und die partizipieren und die nehmen sich das, worauf sie Bock haben, haben aber ja auch ihre eigenen Welt und bleiben dann da auch. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das, was im Moment da noch als Pensum steht, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht überlässt man das den Generationen, die jetzt kommen. Die werden mir sicherlich sagen, was ich das alles falsch gemacht habe oder wie ich es verbockt habe. Ich im Moment kann immer nur die nächsten paar Schritte überblicken und mach das halt so, ohne dass ich da jetzt besonders stolz oder ein wenig stolz drauf bin. Denn das ist etwas, das habe ich mir ja alles gewünscht. Das ist ja alles etwas, was ich von mir, das ist ja nichts, was mir irgendwie so passiert ist, sondern das ist ja alles etwas, was ich um mich herum gebaut habe, weil ich das so möchte. Und weil ich es mir auch ehrlich gesagt anders nicht vorstellen kann. Fast schon ein geiles Hilft dir Schlusswort. das? Hilft Fast schon ein sehr, sehr dir geiles das? Schlusswort. Aber ich muss dich trotzdem, also eins möchte ich dich auf jeden Fall noch fragen, unbedingt. Ich finde es sehr, 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 sehr geil. Also persönlich wirklich, das ist kein Honig ums Maul schmieren oder so. Ich finde es wirklich großartig, dass du
inzwischen Teil der Outbird-Familie geworden bist. Wie fühlt sich das für dich an? Ist das irgendwie, hast du da, gibt es da besondere emotionale Verknüpfungen oder gedankliche Verknüpfungen zum Verlag selbst? Na, ich finde den Raben ganz schön, den ihr da auf dem Logo habt. Den, mit dem verbinde ich mich schon sehr. Und naja, wir kennenlernen uns ja jetzt auch gerade erst kennen. Herr Interessant hat ja auch, genau wie Holger, hat mich da so ein bisschen im Sack gekauft. So nach dem Motto, irgendwie ist das spannend. Wir wissen noch nicht, was daraus springt. Und als wir neulich bei Tristan auf dem heidnischen Dorf, also auch bei Tristan, das ist ja jetzt pro Mal, wo man sich sieht, steht er ja auch. Ja, es ist ein Kennenlernen, denke ich mal. Mal sehen, wo uns die gemeinsame Reise hinführt. Und ich bin gespannt. Ich finde es interessant. Ja, Ja. es macht wirklich großen Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Und ich weiß, wenn es nach mir geht, können wir noch 2 Stunden dranhängen. Sehr, sehr gern. Vielleicht machen wir das in einem anderen Format mal. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei gewesen bist. Danke dir für deine Antworten. Und ihr, liebe Freunde, falls ihr noch nicht den Abonnieren-Button geklickt habt, dann solltet ihr das unbedingt jetzt tun. Folgt und verfolgt die Edition Outbird auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram und überall sonst, wo ihr uns begegnet, auf Märkten natürlich und überall Lesungen und so weiter. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber.